Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind beim DUB Business Talk. Es geht um Geldanlage und zu Geldanlage gehören auch Immobilien und deren Finanzierung. Dazu haben wir einen Experten hier, Björn Petzold von Dr. Klein, insbesondere in der Region Mettmann gut verdrahtet. Aber er hat natürlich einen Blick auf den gesamten Markt. Und was sagt er denn zur Vermögenspreisinflation in Deutschland? Setzt sich das sofort oder sind wir in diesem Jahr jetzt an einem Ende angekommen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich da riesig drüber. Ja, also die Frage stellt natürlich nahezu jeder Kunde, jeder Investor, jeder Privatkäufer auch, wo geht da die Reise hin? Ne? Entwickeln sich die Preise weiterhin so dynamisch? Und das ist natürlich immer sehr regional unterschiedlich. Ne? Und hier in Mettmann, vor den Toren von Düsseldorf, können Sie sich vorstellen, da ist der Run ungebrochen und die Preise kennen nur eine Richtung. Also Norden, denke ich mal, meinen Sie, mit der rechten Richtung. In der Tat Norden. Also wenn man sich so die letzten Jahre ansieht, ist es eigentlich kaum vorstellbar, was in 3 bis 5 Jahren halt an Preissteigerung vollzogen wurde. Aber der Markt ist nach wie vor ungesättigt und es kommen halt auf ein Objekt kommen 100, 200, 300 Anfragen. Ja, und dementsprechend müssen Sie als Baufinanzierer da schnell sein und auch das hilft manchmal nicht, ne? Dass dann jemand anders der erste Sieger war an der Stelle. Vielleicht versuchen wir so ein bisschen zu differenzieren. Der große Traum der meisten Deutschen ist eigene 4 Wände, Wohnung oder Haus. Das ist wahrscheinlich so das Brot- und Buttergeschäft. Und dann haben wir natürlich auch Immobilien als Kapitalanlage in Null- und Negativzinszeiten. Ist das natürlich auch ein Riesenthema. Wo findet denn gerade mehr Dynamik statt? Man gar nicht sagen. Also in beiden Bereichen ist unheimlich viel Dynamik drin. Ne? Also der Traum vom Eigenheim, wie Sie gerade gesagt haben, für den Selbstnutzer einfach aufgrund der ungedeckten Bedarfs wird da ein Battle um jedes Objekt stattfinden. Es wird schon eine Preissteigerung, es wird schon eBay-ähnliche Verhältnisse finden dort statt, schon vor der Besichtigung. Aber ähnlich ist es auch bei Kapitalanlagen. Da ist es so, dass ein paar Anbieter im Netz sehr, sehr gute Informationen zur Verfügung stellen und Karten haben, wo in Deutschland der Invest noch attraktiv ist. Und da sind ja meistens die Hotspots nicht benannt. Ne? Dann hat man aber solche Regionen, die sind ja hier auch bei uns in der Nähe, Solingen, Wuppertal. Und dann haben sie manchmal lustige Situationen, dass sie eine Anfrage aus München kriegen für eine Kapitalanlage in Solingen. Und dann sage ich, Mensch, Sie kennen auch das Portal Immocation. Und ist der Interessent extrem überrascht, weil es eben diese Landkarten gibt, wo halt noch gute Rendite möglich ist. Da ist halt wirklich auch der Investor schon sehr flexibel geworden und geht halt ja, 600 Kilometer Richtung Nordwesten teilweise, um eine gute Rendite zu erzielen. Ist das denn eine gute Idee? Normalerweise heißt das ja Lage, Lage, Lage. Sei das A und O beim Immobilieninvestieren. Und eine Lage kann man ja eigentlich nur richtig beurteilen, wenn man da auch wohnt oder zumindest in der Nähe ist und sich das mal mit einer persönlichen Augenscheinnahme näher zu Gemüte führt. Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Also meine persönliche Meinung deckt sich dazu 100%. Ja. Ich will so ein bisschen Gefühl für die Region letztlich haben und auch vielleicht die Region ein wenig letztlich kennen. Aber das ist halt ja, anlegerspezifisch seine eigene Strategie, die er fährt. Also ich mag es halt im 30, 40, 50 Kilometer Umkreis vielleicht, weil man dann noch so einigermaßen die strukturellen Veränderungen oder Gegebenheiten kennt. Aber die Literatur oder eben auch die Anbieter im Internet propagieren, auch deutschlandweit dort tätig zu sein. Ich sehe das wie Sie, dass das zuweilen auch logistisch ein Thema ist, gerade wenn Objekte vielleicht mal renovierungsbedürftiger sind. Aber da gibt es halt von bis alles. Ne? Die Immobilie haben ist das eine. Das andere ist, wie kriege ich sie bezahlt? Wir haben irgendwie die goldenen Zeiten der Baufinanzierung wohl hinter uns. So fühlt es sich zumindest für mich an. Die Zinsen sind ja doch ein bisschen gestiegen. Was erwarten Sie und was empfehlen Sie den Leuten? Also in der Tat haben wir wirklich einen recht starken Anstieg, gerade wenn man so jetzt im Hinblick der letzten 4, 5 Jahre ja relativ verwöhnt war als Käufer. Da war das ja schon eine sehr flache Seitwärtsbewegung mit leichten Ausschlägen nach oben und unten. Seit Januar haben wir gut 0,4, 0,5 teilweise Aufschlag. Das ist
dann auch für die Kunden, mit denen wir über Forwards gesprochen im letzten Jahr, irgendwie völlig in die falsche Richtung gegangen. Die wollten warten, dass es runterging. Es ging tatsächlich aber nochmal hoch. Dr. Klein, auch in Person von Michael Neumann, wir haben ja regelmäßig halt auch dort die Zinsmeinung, die halt abgebildet wird. Wir gehen halt davon aus, dass mittel- bis langfristig keine großen Steigerungen vollzogen werden, dass es nach wie vor eher eine Seitwärtsbewegung ist. Was durchaus passieren kann, ist halt durch halt die Freude, dass man vielleicht die Corona-Pandemie mal im Griff hat, dass eine gewisse Euphorie einsetzt und ein leichter Anstieg temporär mal da ist. Aber dass es jetzt langfristig stark steigt, sehen wir eher nicht. Also dementsprechend, um abzuleiten, ne, Sie hatten noch gefragt, ja. Okay, was rät man den Kunden als solches? Die Konditionen sind historisch eingeordnet nach wie vor sehr günstig. Ja, wenn ich mich daran erinnere, ich habe vor 10 Jahren 4% gezahlt, meine Eltern in den 80ern 8%, aber das war halt eine ganz andere Zeit. Ne? Sie kommen halt, ne? Sie pflichten gerade auch bei, also war es bei Ihnen halt auch vielleicht eher so die 8 oder 9 an der Stelle. Das waren ganz andere Zeiten. Ich sage immer ganz salopp, da gab es noch Westdeutschland und die DDR teilweise und wir sind viel globaler aufgestellt. Die Zusammenhänge sind viel enger, auch innerhalb von Europas. Da geht es nicht nur um den Standort Deutschland. Ne? Und dementsprechend ist nach wie vor der Zinssatz relativ günstig. Und wenn wir von weiterhin steigenden Preisen ausgehen, und das ist hier in der Region definitiv der Fall, dann besser jetzt kaufen als später. Ne? Und bei der Finanzierung lang bin oder lieber kurzfristig oder? Sehr gute Frage. Ich habe vor anderthalb Jahren mir eine Kernsanierung angetan und bin da eher im Bereich 10 Jahre unterwegs. Das ist aber auch immer ein wenig abhängig davon, welche Risikomentalität der Kunde mit sich trägt. Das Schöne heute im Vergleich zu vor 10, 15, 20 Jahren ist, die können halt von bis alles. Ne? Sie können von 10 Jahren bis hin zu 30, 40 Jahren. Irgendwo stellt sich dann die Frage aufgrund der Aufschläge bei längeren Fristen, ist das noch wirtschaftlich, macht das letztlich Sinn? Wie häufig im Leben, nachher ist man immer schlauer, ne? Also das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau. Ja. Sehr häufig werden in der Tat 15 Jahre gewählt. Ne? Das ist so ein Mittelding zwischen 10 und 20. Man kann sich nicht entscheiden, dann nehme ich mal 15. Und ich habe ja immer noch die Möglichkeit, nachzuregulieren. Nach 10 Jahren habe ich ja die Möglichkeit, aus dem Zinssatz auszusteigen und nochmal nachzubessern, habe aber das Risiko nach oben hin für diese 15 Jahre ein Stück weit begrenzt. Und das ist halt auch jetzt statistisch ausgewertet, 14 Jahre bis 15 Jahre, also 15 Jahre ist ja das Standardprodukt, was häufig dann gewählt wird. Als ich meine erste Immobilienfinanzierung gemacht habe, war die zum Glück nicht 8, aber 7. Ja. Und da ging ja praktisch alles der Annuität für die Zinsen drauf. Und man war froh, dass man überhaupt die 1%ige Tilgung hingekriegt hat. Ja. Ja. Haben Sie denn beobachtet, dass die Leute heute mit höherem Tilgungsanteil rangehen oder sagen die lieber, Tilgungsanteil bleibt auch klein? Und dafür kann ich mir aber eine schönere, größere, luxuriösere Immobilie leisten. Also die 1%, die Sie beschildert haben, waren ja früher gang und gäbe, sind heute nur noch sehr, sehr vereint, ist überhaupt möglich. Also die Banken wollen mindestens 2% haben. Wenn das Kapital etwas knapper ist, also vielleicht auch mal Kaufpreis oder drüber, wollen manche Banken auch 3% haben, was ich auch für sinnvoll erachte in der Phase, wo wir jetzt sind, möglichst viel auch schon weggetilgt zu bekommen. Unterm Strich ist beides da. Ja. Die Kunden, die ja gut betucht sind, die hauen in der Tilgung auch entsprechend rein. Aber dadurch, dass viele Kunden schon seit Jahren auf der Suche sind, kann man inzwischen schon sagen, sind sie auch bereit geworden, ihr Limit hochzusetzen. Also nicht in Mettmann hätten sie vor ein paar Jahren noch für 350.000 halt guten Reihenhaus kaufen können. Da müssen sie heute 80.000 bis 100.000 noch drauf tun und dann ist das auch nicht so, dass sie einfach direkt einziehen können. Und in dem Moment, wo ich dann schon sage, okay, ich gehe 80.000, 100.000 Euro höher, dann habe ich automatisch natürlich, mein Eigenkapital ist ein Stück weit verwässert und meine Rate ist entsprechend auch ein bisschen mit hochgegangen, sodass häufig gar nicht so das Spiel da ist, deutlich mehr als die 2% zunächst zu machen. Ja, also die 2% werden häufig mitgenommen. Oft sind es ja auch Situationen, wo eine junge Familie vielleicht gerade das erste Kind hat, erwartet, wie auch immer, sodass erstmal in dem ersten Abschnitt oft 2% gewählt werden und gerne Sonderzinsoption mitgenutzt wird, um dann eben nach 10 Jahren nachzusteuern, wenn sich die Familienkonstellation halt gestärkt hat. Ne? Der Gesetzgeber hat ja verschiedene Dinge auf den Weg gebracht, Baukindergeld und so weiter. Hat das
für Ihr Geschäft irgendeine Auswirkung gehabt oder kann man einfach sagen, das sind ein paar nette Mitnahmeeffekte, aber es hat nicht die richtigen getroffen? Ja, es war natürlich so, dass gerade hinten raus hat es natürlich einen gewissen Effekt gehabt, dass jeder nochmal ganz schnell was kaufen wollte, bevor er die Chance, bevor die Chance verwehrt ist. Das ist jetzt seit März nicht mehr möglich. Wenn ich jetzt neu kaufe, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, Baukindergeld an der Stelle zu bekommen. So jeder, der da noch so auf der Suche war, was im Auge hatte, hat noch schnell versucht, halt rechtzeitig den Kaufvertrag an der Stelle zu machen. Und es ist natürlich je nach Konstellation eine ganz klasse Sache, dass man eben dann ja, 12.000 Euro bei einem Kind zur Verfügung hat, die man in die Sonderzählung reinstecken kann, die man sich zur Seite legen kann. Aber damit kann man auch ganz andere Dinge machen. Und ich hatte auch Einzelfälle, wo ich sage, super, ohne dieses Baukindergeld wäre die Finanzierung sicherlich auch hinten raus etwas bedenklich, ne? Also wenn eine schöne Eigentumswohnung, 3, 4 Zimmer, man hat drei Kinder, dann wurde es dadurch halt gut möglich. Aber ob das jetzt unser Geschäft so enorm gepusht hat, außer eben dieser Mitnahmeeffekt hinten raus nochmal, sehe ich jetzt weniger so. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um die Finanzierung dynamischer zu tilgen. Aber ob es jetzt der Anreiz war, dass noch mehr Leute kaufen wollten, der war ohnehin gegeben, weil die Zinsen sehr günstig sind und waren. Ne? Waren wir noch einen Moment beim politischen Umfeld? Herr Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, hat sich ja damit hervorgetan, dass er sagt, eigentlich sollten noch überhaupt keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden. Beunruhigt das die Leute? Weil Wohnung ist ja immer schön, aber so ein Häuschen mit Umschwung ist doch, glaube ich, immer noch dem großen Traum am nächsten. Ja, definitiv. Und als es halt ausgesprochen wurde, hat natürlich auch entsprechend ein wenig Verwirrung oder beziehungsweise Unsicherheit gebracht. Ich glaube, das hat sich an der Stelle jetzt auch wieder ein wenig beruhigt. Man muss auch mal die Wahl abwarten, was jetzt wirklich, wer wie viel auch an Ideen mit einbringen darf, um es mal ganz nüchtern zu betrachten. Aber es ist schon so, dass das Gros der Kunden ein Einfamilienhaus möchte. Also je städtischer ich bin, also in Düsseldorf sind es halt sicherlich vermehrt Eigentumswohnungen, keine Frage. Aber das Gros meiner Kunden, die ich jetzt hier, ich sag mal, im erweiterten Speckgürtel oder im direkten Umfeld von Düsseldorf habe, möchte halt Einfamilienhäuser haben. Dass jetzt aber da eine Riesenpanik ausgebrochen ist. Also es war halt in dem Moment, wo es halt dann irgendwie an die Medien kam, sicherlich mal Thema. Aber aktuell spüre ich das nicht mehr, nein. Nicht in den Gesprächen mit den Kunden. Müssen heute Häuser denn so ein bisschen grün sein? Also braucht man eine Elektrosteckdose in der Garage, um die Karre vernünftig aufladen zu können? Wie weit sind diese Dämmvorschriften beim Kunden gefragt? Oder sagen die Leute, eigentlich will ich nur das Haus und den Rest kümmere ich mich dann später? Also gut, beim Neubau haben sie ja im Endeffekt halt die Auflage, so Genau, ja. entsprechend agieren, ne? Zu agieren. Aber es ist schon so, wenn ein Haus aus den 60er Jahren übernommen wird und dann auch etwas umfangreicher angepackt wird, dass halt dann auch ja, auf jeden Fall schon mal der Anschluss gesetzt wird, um eventuell eine E-Mobilität zu gewähren. Die Solarpaneelen bzw. Photovoltaik auf dem Dach ist dann häufig auch an der Stelle schon ein Wunsch. Also das hat sich schon in die Köpfe gesetzt und in Kombination vielleicht mit einer Luftwärmepumpe oder auch mit Erdwärme, was ja dann elektrisch angetrieben wird, wird ja ein Schuh draus. Ne? Also ich hatte das ja in meiner Kernsanierung eben jetzt auch und habe mit dem Energieberater darüber gesprochen, der wiederum sagte, okay, jetzt nur für die Heizung ohne einen Speicher, die sind inzwischen ja auch, in 2 Jahren hat sich auch da super viel getan, ist es halt noch ein recht hoher ideeller Wert. Jetzt, wo aber die E-Mobilität doch deutlich präsenter ist, dann wird dann da halt auch ein Schuh draus, ne? Dass ich vielleicht meine Heiztechnik eben durch die Sonne unterstütze, das Ganze halt in einen Speicher zwischenpuffern kann oder mein Auto auch ein Speicher an der Stelle ist. Also diese Systeme kriegt man doch jetzt vermehrt auch auf den Tisch, wenn halt ein Kunde, sagen wir, das Objekt einmal in die Neuzeit bringen möchte. Jetzt haben wir wieder hauptsächlich über Immobilien für die Selbstnutzung gesprochen. Wenn wir nochmal den Kapitalanlagebereich uns anschauen, was für Größen empfehlen Sie da? Eher für Single-Haushalte und Studenten oder doch was für Familien? Was für Lagen sind da im Moment Ja. jene, die man präferieren sollte? Ja, also auch da wieder total anlegerspezifische Strategie. Ich hatte vorhin schon einmal zitiert,
dass eben dort ein Portal ist, dass das Immocation sich schimpft, wo sie wirklich gute Informationen kriegen. Für meinen Dafürhalten manchmal sehr theoretisch. Ne? Aber da gibt es halt eine Strategie, Eigentumswohnung zu erwerben. Auch kleinere, um einfach eine schöne passive Altersvorsorge aufzubauen. Das ist sicherlich eine Strategie, wo auch gesagt wird, ja, von der Lage her kannst du da halt recht flexibel auch sein. Die Rendite muss passen. Da gibt es halt einen Renditerechner, dass sich das Ganze trägt. Alles wunderbar. Das sind aber so eher, ich glaube, die Starter. Und dann gibt es aber die Investoren, die dann schon gucken, dass es halt dann auch, sagen wir, das Mehrparteienhaus an der Stelle letztlich ist. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Sie haben es vorhin angesprochen, ne, Negativzinsen, ich habe eine ganze Menge Geld auf dem Konto letztlich liegen, möchte das entsprechend ja, inflationssicher unterbringen und investiere bei, weiß nicht, 700, 800.000 Kaufpreis, auch mal 300.000, 400.000 von meinem Kapital, um das entsprechend unterzubringen, dann geht man sicherlich vielleicht in eine Top-Lage, wo die Mieterstruktur entsprechend ordentlich ist, wo vielleicht die Rendite was kleiner ist, aber recht zuverlässig das Ganze ist. Und vom Management, wenn ich eben dieses ganze Eigenkapital nur unterbringen möchte, vielleicht etwas einfacher. Hingegen gibt es natürlich auch die Strategie, in vielleicht einfachere Lagen zu gehen, wo vielleicht auch noch ein gewisser Renovierungsbedarf ist, wo noch Potenziale gehoben werden können. Aber da habe ich natürlich deutlich mehr dann auch mit dem Objekt zu tun, ne? Muss ja im Endeffekt Handwerker koordinieren, einen Mieterwechsel irgendwie herbeiführen. Das hängt wirklich davon ab, wie viel Zeit oder auch wie viel Geld möchte ich an der Stelle entsprechend investieren. Also hier, wo wir sitzen, ist beides da. Ich kann in die eine Richtung fahren, bin in Düsseldorf und habe dann etwas kleinere Renditen und höhere Preise, aber eben vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe, weil das Geld kommt. Fahre ich in die Region Wuppertal, die eben auch auf den entsprechenden Karten, was die Rendite angeht, extrem gehypt wird, ähnlich wie auch Solingen. Ich hatte das Beispiel gerade gebracht. Ja. Dann muss ich vielleicht etwas öfter mal dahin und mich etwas intensiver darum kümmern oder ein Team haben, sowas gibt es ja auch, das sich dann darum kümmert. Also beides ist da, es hängt davon ab, was ist mein Ziel, welche Strategie fahre ich. Ne? Jetzt haben wir mehrere Lockdowns hinter uns. Sie haben wahrscheinlich auch mal Homeoffice gemacht. Sehr lang. Und die Frage ist, was ändert das im Markt? Müssen Wohnungen heute größer sein, dass auch ein Arbeitszimmer dabei ist? Sind vielleicht auch Lagen wie in anderen Ländern plötzlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht? Also in Kanada weiß man, dass die Leute gerne Blockhäuser haben. In Italien gibt es plötzlich so einen Boom, dass man Häuser am Meer hat und dort eben wohnt und arbeitet. Sehen Sie das auch? Also ich finde die Frage ganz spannend, weil wir hatten im privaten Umfeld eine Investitionsmöglichkeit am Niederrhein. Und da ist genau das ein Stück weit Thema gewesen. Und da war halt auch ganz spannend zu sehen, was sagt die örtliche Sparkasse vor Ort? Ja, was sagt die zu diesem Thema? Wie sieht die dieses Thema und wie haben wir das gesehen? Wir hatten ein bisschen Abstand und dort am Niederrhein ist die Preisstruktur vielleicht für so ein neues Haus 330.000, 340.000. Und wir haben gerade im Kontext von Corona gesehen ist, viele bekannte Freunde von mir gehen nicht mehr 5 Tage die Woche ins Office, die gehen 2 Tage. Und das wird auch so bleiben. Das heißt, die beiden Tage, wo die ins Büro fahren, können die vielleicht auch antizyklisch fahren, fahren um 9:30, 10, dass sie nicht so stark in Stau kommen. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Die sind aber vermehrt in ihrer Immobilie. Und da erinnere ich mich noch gut an die ersten Gespräche, wo es hieß, Mensch, nee, 490.000 sehen wir da so gar nicht. Wir sind da eher bei 330. Wir haben keine S-Bahn. Wir stehen eine Stunde im Stau, wenn wir nach Düsseldorf wollen. Und dann haben wir das so ein bisschen aufgeweicht und haben halt eben gesagt, ja gut, keine S-Bahn, stimmt, aber wie oft muss man denn noch nach Düsseldorf ins Büro? Vielleicht 2-mal die Woche, man fährt ein bisschen später, gerade das, was ich Ihnen gerade sagte. Und dann bauen wir halt ein Zimmer mehr oder eben 2. Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall in der neuen Planung von Neubaugebieten, von Häusern fortsetzen, dass sie nicht nur 2 Zimmer, 2 Kinderzimmer haben vielleicht, sondern 2 Kinderzimmer und 2 Büros. Ich meine, ein Kinderzimmer oder ein Büro von der Größe her, je nachdem, ist eh synonym. Ne? Dann haben sie vielleicht nicht 3 Schlafräume, sondern haben 5 Räume und können halt auch ein Homeoffice gut mit integrieren. Und haben das Ganze noch ein bisschen untermauert mit den Ideen und nachher war die Sparkasse voll bei uns. Und final haben wir den Deal dann auch gar nicht bekommen, obwohl der Preis endverhandelt war, weil ein Bauträger scheinbar auch auf die Idee gekommen ist und hat 50% mehr geboten bei diesem Baugrundstück. Sodass man merkt, dass da relativ viel Dynamik drin ist und auch in diesen Regionen, die jetzt so
nicht 5 oder 10 Kilometer um die große Stadt sind, sondern auch so 20, 25, 30. Wenn ich jetzt über Düsseldorf spreche, reden wir nicht wie früher so über Neuss und ich sag mal Mettmann, wo ich so 5 bis 10 Kilometer Fahrt hatte, sondern wir reden über Viersen und Wuppertal, ja, wo ich dann so 30, 40 Kilometer habe. Und da merkt man jetzt schon den Anstieg und ich bin relativ sicher, dass der sich fortsetzen wird. Eben aus dem Grund, was Sie gerade ansprachen, dass das Thema Homeoffice an Wichtigkeit gewonnen hat, dass es sich etabliert hat. Man hat gemerkt, es funktioniert. Und dann kann ich ja auch weiter weg von Düsseldorf gehen. Und wenn ich an dem D, Kennzeichen D, so hänge, kann ich das inzwischen ja auch mitnehmen. Von daher ist völlig egal. Kann ich auch in Wuppertal wohnen und das Kennzeichen D halten? Sie lachen, das war in der Tat, wo ich hier angefangen habe, in Mettmann auch durchaus mal ein Thema. Ich gehe nicht nach Mettmann, dann habe ich ein E. Also das D hat schon sein Gewicht. Und das geht inzwischen. Von daher bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das auch preislich sich jetzt schon widerspiegelt und auch anhalten wird, ja. Kommen wir nochmal auf die Politik zu sprechen. Im Bundestagswahlkampf wird sicherlich das Thema Mietendeckel von der einen oder anderen Partei nochmal aufs Tapet gehoben werden. Glauben Sie, dass es da im Markt für Investmentimmobilien nochmal zu Störungen kommen wird? Ja, Berlin ist da leider irgendwie ein ganz gutes Beispiel, ne? Also ich bin von solchen Überregulierungen ja immer nicht so überzeugt, weil der Markt sich ja ein Stück weit immer selber findet und ausgleicht, ja. Und man sieht ja jetzt auch, was in Berlin entsprechend dazu passiert. Und ich glaube oder hoffe, dass es sich nicht durchsetzen wird und dass man eben den Regionen quasi die Entwicklung überlässt und eben da nicht Deckel letztlich einzieht. Wenn das so wäre, natürlich, ne, ändert sich dramatisch. Also man sieht in diesen Foren, das ist in der Tat echt ganz spannend, wenn man in dieses Thema einsteigen möchte, da mal mitzulesen, wie Investoren halt in Berlin dann dadurch im Nachgang auch ihre komplette Kalkulationsbasis nur den Füßen weggezogen bekommen haben. Und da bleibt es nur zu hoffen. Unser Geschäft ist natürlich maßgeblich auch von diesen Preisen ein Stück weit abhängig, dass das hier an dem attraktiven Standort vor Düsseldorf jetzt nicht Einkehr hält. Kalkulationsbasis ist noch ein schönes Stichwort vielleicht für die Schlussrunde. Sie haben auch nochmal betont, dass Sie davon ausgehen, dass die Zinsen langfristig unten bleiben. Am Markt ist das, glaube ich, auch die große Mainstream-Erwartung, aber Zentralbanken und Regulatoren müssen sich ja immer auf den schlimmsten Fall einstellen. In der Schweiz gibt es mittlerweile so eine Vorschrift, dass Banken gezwungen werden, die Kalkulation der Tragfähigkeit einer Baufinanzierung auf einer Zinshöhe von 5% zu kalkulieren, wo die Leute vielleicht nur 0,5 oder so etwas bezahlen. Wenn so etwas hier käme, wäre das für Anschlussfinanzierungen ein Riesenproblem oder würde das den Markt in irgendeiner Art und Weise tangieren? Sie sprechen schon davon nicht, dass der Zins kommt, sondern dass im Endeffekt dieser Nur die Warnzins, Kalkulation dass so die Kalkulation, durchgeführt das haben wird. wir aber schon, ne? Das haben wir schon. Also ich als Vermittler muss ja immer so antworten, so ja, kann ich nicht 100% sagen, weil jede Bank ein bisschen anders tickt. Aber viele Banken rechnen mit einer Annuität von 6%. Teilen Sie sich auf, wie Sie es gerne mögen, ne? Also 2% Tilgung, 4% Zinsen. Manche haben einen Warnzins und rechnen dann nach Zinsbindung mit 4, 4,5, teilweise 5%, genauso wie Sie es beschildern. In der internen Kalkulation findet das heute schon statt. Ja? Also dementsprechend wäre das an der Stelle jetzt nichts Neues. Hat jetzt heute Morgen ganz frischen Fall, wo dann so eine Zwischenfinanzierung mit 7% durchgerechnet wird. Dann wird es halt da schon mal was sportlicher. Aber da merkt man halt schon, aber das gibt es halt schon was länger, dass da in der Tragbarkeit schon geschaut wird, dass das auch nachhaltig noch passt, wenn der Zins sich nochmals verdoppelt von 2 auf 4 zum Beispiel. Aber das haben wir bei den meisten Banken heute schon. Das heißt, Sie sehen da kein Risiko, sondern sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass genügend Puffer da sind. Ja, definitiv. Also wenn ich heute die Baufinanzierung letztlich sehe, wird wirklich nach Ende der Zinsbindung immer noch geschaut, was ist, wenn der Zins entsprechend höher ist, also bei 4, 4,5%, wird sogar bis in die Rente reingerechnet. Zuweilen denke ich, Mensch, wenn ich noch irgendwie 20.000 Rest habe beim Haus von 400.000 und ich dann eine kalkulatorische Unterdeckung habe, weil die Rate weiterhin hochgerechnet wird, weil die Rente was kleiner ist. Ob das dann mir der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht, aber dafür gibt es ja auch irgendwo dann Mittel und Wege. Aber es wird heute schon darauf geachtet, dass die Finanzierung nachhaltig bis zuletzt auch beim höheren Zinsszenario tragbar bleibt. Da achten die Banken schon drauf.
Jetzt die große Schlussfrage, bevor wir hier ausgestoppt werden von den Organisatoren. Okay. In Ihrer Region, Sie haben nur einen Schuss frei. Was für ein Objekt kaufen Sie, wenn Sie 1 Million anlegen können? Ich würde dann zwei Mehrfamilienhäuser versuchen, in der Region Wuppertal und Umgebung zu erwerben. Auch das wird langsam etwas schwieriger und würde da schauen, dass man das entsprechend ein wenig durch Renovierung oder Dachgeschoss mit Nutzung entsprechend entwickelt. Aber ich sagte ja schon eingangs, hängt immer so ein bisschen von der Risikomentalität ab. Man kann vielleicht ein bisschen ableiten durch das, was ich heute sage, dass ich schon da auch eine gewisse Risikoaffinität in mir trage. Würde ich das Geld nur sicher unterbringen wollen, um da monatlich Rate X zu bekommen oder Mieteinnahme X, dann würde ich vielleicht in Düsseldorf für ein Dreizimmer, für ein Dreifamilienhaus einsetzen, weil, und auch das wird, glaube ich, schon eng. Und jetzt noch die persönliche Frage für die Immobilie mit der Eigennutzung. Was ist Ihr Traumgrundstück? Mein Wo? Traumgrundstück, Ja, also wo ich, würden Sie? da wo ich bin, fühle ich mich schon sehr wohl, keine Frage. Aber ja, es gibt hier schon auch in Mettmann, ich würde hier bleiben, meine Kinder gehen hier zur Schule, ich fühle mich hier sehr wohl, ich mag das stadtnahe und das Grüne vor der Tür, also fast so ein bisschen mit dem Ländlichen, wie Sie es beschrieben haben. Wenn der Blick noch etwas mehr ins Grüne wäre, wäre ich dann noch glücklicher, aber ich bin schon sehr zufrieden, so wie es gerade ist. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe, die Zuschauer auch. Weiterhin viel Erfolg und hoffen wir, dass die Leute richtig wählen, dass die Zinsen unten bleiben und die Preise erschwinglich. Die Daumen sind gedrückt. Ich danke auch herzlich, dass ich hier sein durfte, Herr Werner, in diesem Sinne. Bis Alles bald. Gute Ihnen. Bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss.